Wir sind ja in dieser Sackgasse und die Diskussion um die Bargeldabschaffung oder Einschränkung ist ja das nächste Schritt. Wenn ich dann kein Bargeld mehr habe oder nur noch ganz eingeschränkt, dann werden die Bürgerinnen und Bürger ja komplett zu Geiseln der Banken und dann kann die Zentralbank machen, was sie will. Was soll man denn dann sonst tun? Oder ich glaube nicht, dass sich 90% der Leute dagegen wehren. Ja, es wundert mich. Also hier kommt etwas durch die Hintertür, was noch viele gar nicht bemerkt haben. Das ist der totale Kontrollstaat, das ist die totale Kontrolle durch die Banken. Wir müssten viel mehr auf die Barrikaden gehen, Petitionen unterschreiben, aktiv werden und es passiert viel zu wenig. Jetzt frage ich mal, wie Sie sich positionieren für den Fall das. Man muss das Vermögen streuen, Gold ist wichtig, auch das wird natürlich eingeschränkt, man muss Aktien haben. Also im Prinzip sind es nach wie vor die Sachwerte, aber wir werden natürlich kontrollierbarer. JP Morgan hat mal ausgerechnet, Europa minus 4% Negativzinsen. Ist das machbar? Technisch schon, ja? Sie können auch Negativzinsen durchsetzen. Dann sind Sie im Sozialismus, im Zwangsstaat, im Kontrollstaat. Das geht eine Weile, wenn Sie genug Zwangsmittel anwenden. Und wir sind ja auf dem besten Weg dahin. Haben Sie nicht mal eine gute Nachricht noch? Gute Nachricht? Das Wetter ist heute ganz gut.